Hallo, schön, dass du das Video angeklickt hast. Willkommen zum Orakelspiel. Ich erkläre kurz, worum es geht und dann geht's auch direkt los. Ich lasse hier bei FIFA zwei legendäre KIs gegeneinander spielen oder bei PES auf dem Schwierigkeits-Superstar im Co-Trainer-Modus. Sprich, ich spiele niemals selber. Das Ganze wird von der CPU bestimmt und natürlich kann ich dann auch für den Ausgang des Spiels nichts. Also, wenn deine Mannschaft verliert, ich kann nichts dafür, ich hab's nur kommentiert. Leute, ich möchte euch bitten, nicht auf diese Ergebnisse irgendwelche Wetten abzuschließen. Es ist rein für die Unterhaltung. Es ist als Unterhaltungsvideo gedacht, um euch eine Vorfreude auf die EM zu machen. Bitte wettet nicht auf diese Ergebnisse. Es soll einfach nur Spaß machen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Orakelspiel. Hau rein! Jetzt geht die EM 2024 los. Gesucht wird die beste Mannschaft des Kontinents. Hallo liebe Fußballfans, ich möchte Sie recht herzlich hier im Volksparkstadion begrüßen, wo dieses Spiel heute ausgetragen wird. Ihre Kommentatoren heißen auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Heute haben wir das erste Gruppenspiel der EM 2024 für Sie im Angebot. Und dieses Spiel hat es in sich. Wir erwarten uns viel von dieser Partie. Sieht ganz nach einer gelben Karte aus hier. Da gibt der Unparteiische gleich die Linie vor. Es gibt die Verwarnung. Und für das Foul konnte man die auch geben. Die Spieler sollten gewarnt sein. Andrea Šivković. Das ist Sergej Milinković-Savić. Dusan Tadic mit dem Ball. Locker vom Torhüter, der Ball war harmlos. Er kann den Ballbesitz nicht halten. Pass kommt nicht an. Sie verteidigen erstmal den Ballbesitz. Vielversprechender Vorstoß. Sie schirmen den Ball ab. Er hat den Ball und das könnte jetzt eine Chance geben. Da gehen sie entschlossen dazwischen. Kostic. Das ist Kostic. Milos Veljković. Schön, spielt den Pass. Sergej Milinković-Savić. Gefährlich. Abgeblockt, weiter gefährlich. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Da verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. Das wird jetzt Abschluss geben. Und jetzt nochmal eine kurze Wiederholung dieses Zweikampfs. Und da gibt es natürlich völlig zu Recht Gelb. Da hat er sich nicht zu beschweren. Ilic. Gute. Sehr gut aufgepasst.
Sie suchen die Lücke, gibt jetzt einige Optionen, das könnte was werden. Aber dann ist der Ball doch weg, Szene erstmal beendet. Mitrovic. Milinkovic-Savic ist das. Ilic. Dusan Tadic. Das ist gut, sie unterstützen den ballführenden Spieler. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Klar, gibt Freistoß. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Mitrovic. Mustergültig, wie er da den Ball abschirmt. Weiter diese Saison entschieden, aber sie machen das hier sehr überzeugend. Good day. Das ist Sergej Milinkovic-Savic. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Ilic. Der Angriff, der Ball läuft gut. Durchaus eine Szene, die für Gefahr sorgen könnte. Guter Zweikampf, wird Ecke geben. Schöner Block, Gefahr ist aber noch nicht bereinigt. Dusan Tadic. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Jetzt können sie es machen. Irgendwann, Buschi, irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert, es war nur eine Frage der Zeit. Da schauen wir uns das Tor noch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Und dann dieser stramme Schuss. Ja, was willst du da noch machen? Der ist nicht zu halten. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Das ist Sergej Milinkovic-Savic. Milos Veljković. Der Angriff von Serbien. Ilic. Ball läuft gut. Das machen sie sehr geduldig. Mitrovic. Jetzt der Schuss. Parade Oblak, weiter geht's. War am Ende dann doch nicht entschlossen genug. Jetzt ist die erste Hälfte beendet. Pause, gleich machen wir hier weiter. Buschi, bisher ist das ein guter Auftritt in diesem Spiel, oder? Wie hast du es gesehen? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Und dann kommt doch nichts raus bei diesem Angriff. Guter Steilpass hier. Er spielt den Ball. Gefährliche Szene. Gehalten! Dieser Ball wäre der Doppelpack gewesen, aber da ist nichts draus geworden. Starke Aktion, lässt da überhaupt nichts anbrennen. Sie werden hier wechseln.
Tadic führt die Ecke aus. Situation erstmal geklärt. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Der Abstoß direkt zum Gegner. Ilic. Goudet. Mitrovic. Er will den Ball, verlässt seine angestammte Position. Serbien mit dem Angriff. Goudet. Milinkovic, Savic ist das. Dusan Tadic. Kostic. Jetzt die Flanke. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Ganz energisch. Tadic. Ilic. Ball bei Tadic. Kostic. Sergej. Gehalten. Gleich wird hier ausgewechselt. Eck in den Strafraum. Den kann er natürlich ganz locker halten. Da war bei weitem nicht genug Druck hinter diesem Ball. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Er holt sich den Ball. Savic. Andrija Šivković. Dusan Tadic mit dem Ball. Zurück zu Milinkovic Savic. Da muss er hin und holt sich den Ball. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Schön erstmal den Ball gehalten. Andrija Šivković. Das ist Sergej Milinković-Savić. Er kann es machen. Da ist das Tor und damit erhöhen sie ihren Vorsprung auf 2 Tore. Da kommt das Tor nochmal. Sie haben viel Druck gemacht und dann zahlt sich das hier eben aus. Sie können nicht mehr dagegen halten. . 2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Filip Kostic. Ja, klasse. Zurückgespielt. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Das ist Šivković. Er kann wohl klären. Abgefangen dieser Ball. Milenkovic. Guter Einsatz. Ball ist im Aus, es gibt Einwurf. Nemanja Goudet. Sauber vom Ball getrennt hier.
Das ist abseits und wir müssen schon sagen, ein vermeidbares Abseits. Ja, das haben sie sich selber eingebrockt. Da müssen sie natürlich warten, bevor sie den Ball spielen. Milos Veljković. Kostic. Tadic. Kostic mit dem Ball. Klasse Timing hier. Šeško. Ball im Aus, klasse Zweikampf, Einwurf jetzt. Und jetzt werden sie wechseln. Sie lassen sie kommen, das kann natürlich auch mal schief gehen. Flanke kommt in die Mitte. Nicht ungefährlich, dieser Kopfball, aber knapp drüber. Gute Aktion. Ja, das könnte was werden jetzt. Das frühe Stören jetzt. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Vlahović. Good day. Sergej Milinković-Savić. Das muss es fast sein. Da passt der Torhüter auf. Dušan Tadić. Kostic. Tadić mit der Chance. Noch ein Tor. Sie erhöhen weiter und diesen Vorsprung, den werden sie sich nicht mehr nehmen lassen. Da ist das Tor nochmal und es ist nicht zu übersehen, da sind sie viel zu passiv. Wir müssen irgendwie doch den Ball da aus dem 16er kriegen. Unglaublich. Schlusspfiff. Damit ist dieses Spiel also zu Ende. Die Gastgeber müssen sich mit einer Niederlage abfinden. Bittere Niederlage, vor allem in dieser Höhe, das gilt es zu verarbeiten. Heute war das wirklich eine gute Leistung. Da, wenn du ein Tor in so einem Spiel erzielst, dann darfst du dich feiern lassen. Das war ein richtig guter Auftritt heute.